So, guten Morgen erstmal in die Runde, danach ja doch etwas geraumer Auszeit. Ja, um alle Fragen miteinander zu beantworten, den Urlaub haben wir gut überstanden, obwohl es ja doch zum Teil nur eine, wie sagt meine Frau immer so schön, eine Verlagerung des Arbeitsplatzes gewesen ist. Aber auch dafür ist ja Urlaub manchmal da, ein paar Sachen zu machen, zu denen man sonst nicht kommt. Ja, dass hier so die ersten Entzugserscheinungen auftauchen, das freut mich natürlich. Schön. Gibt ja nichts Schöneres als zu merken, dass man noch vermisst wird. Ne? Okay. Wir werden den heutigen Morgen und den heutigen Nachmittag mal dafür nutzen, um ein paar Sachen rückzublicken, um uns rückwirkend ein paar Sachen anzuschauen, was ist wie wo gelaufen, um uns erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie sich die Lage überhaupt entwickelt hat. Frage zwischendurch, wer hat denn ein paar Sachen auf ufbas.de oder so verfolgt? Wer liest denn überhaupt die Sachen auf ufbas.de und guckt da vielleicht mal rein? Wäre schön, wenn hier mal ein Feed, wenn ihr euch mit einem Feedback dazu äußert. Und ich werde mal kurz die Pflicht hier hinlegen, alle in diesem Webinar getroffenen Aussagen, die in Ausschluss der Informationen teilnehmen, sind keine Empfehlungen oder Aufforderungen, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere Derivaten unterliegen dem Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können oder sogar Kapital darüber hinaus. Es besteht Nachschusspflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Wie speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Webinar- oder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, denen Sie teilnehmen, auf Beispiele oder Aussagen, die Seminars oder Webinars berufe, weder vom Dozenten noch von Forex Pro Systemen noch von deren Partnern oder Führungsgehilfen übernommen, im Übrigen gelten Lizenzbestimmungen und AGBs von Forex Pro Systeme. Gesehen, gelesen und geweint. So viel erstmal dazu. Wir bewegen uns Richtung 8 Uhr. So, wenn ich das so richtig sehe, gelesen wurde es, wo viel gehandelt wurde, das ist ja wohl wenig. Der Carsten guckt erst seit kurzem drauf, okay. Bitte öfter aktualisieren. Ey Junge, ich hatte Urlaub. Almut, darüber waren wir uns ja einig. Und Dora, schön, dass du jetzt unter uns weilst hier im Moment. Rolando, dann geben wir Gas, oder? Wenn man irgendwas nicht nachvollziehen kann, mein lieber Heinz, wenn es schwer ist, die Worte nachzuvollziehen, einfach fragen. Dann erklären wir das auch noch ein bisschen. Guten Morgen, Stefan. So sieht es aus, Theorie und Praxis, ne? Das war früher im Kommunismus schon so, ne? Marx war die Theorie und Murks die Praxis. Sicher ist es im Handbuch relativ einfach beschrieben, aber wenn man sich in der Praxis dann bewegt, dann sieht die Marie auf einmal ganz anders aus. Völlig anders.
Dann sitzt man davor, hat seine sauer verdiente Kohle auf dem Konto. Vielleicht guckt das Weibchen von hinten noch über die Schulter und hat die Kohle irgendwie im Blick, damit man die auch ja nicht verliert. Und schon hat man Schiss. Und schon waren sie denn da, unsere drei Probleme. Jetzt muss ich eben mal gucken, ob unsere Messfunktion hier schon drin ist. Hier noch nicht. Wir haben Andreas, du bist stumm geschaltet vom Organisator, weil alle sind hier stumm geschaltet. Wenn hier alle 100 Leute durcheinander reden, dann habe ich hier ein Problem. Dann fliegen mir die Ohren weg. Dann komme ich mir vor wie in der klassischen Ehe, ne? Ton da, Bild weg. Nee, umgedreht. Bild da, Ton weg heißt das ja nochmal. Andreas K., dir habe ich gerade eine Mail geschickt für die Freischaltung. Die müsstest du bitte weiterleiten. Falls noch keine Vollmacht vorliegt, müsstest du mir die bitte auch hierher schicken oder an WH schicken. Mail habe ich dir vor 20 Minuten geschickt. Da ich etwas Jetlag belastet bin, kann man sowas auch am frühen Morgen machen. Also das Problem ist ja, wenn man viel, wenn man morgens die ersten zwei, drei Dinge auf die Nuss kriegt, macht man ein, zwei Sachen, traut sich nicht, den Stop nachzuziehen, so wie es im Regelwerk beschrieben ist, aber wir trauen uns ja immer nicht, den Stop nachzuziehen, weil, wenn wir den Stop zu eng ziehen, wird er ja geholt. Vergessen allerdings dabei, dass er auch dafür da ist, dass er geholt wird. Dann sitzt er davor, lassen den Stop bei 8 oder 9 oder 10 Punkten liegen, kriegen das erste Mal einen auf die Nuss. Wissen aber genau, wir hätten schon mit 2 Punkten aussteigen können oder aussteigen müssen. Dann probieren wir das gleiche Spiel nochmal, dann kriegen wir noch einen auf die Nuss. Vielleicht das dritte Mal auch noch. Und beim vierten Mal, wenn wir dann den Anlauf nehmen und sich eigentlich richtig was tut, dann fängt das Ding an zu rennen und wir sitzen aber davor und sagen, jetzt habe ich dreimal eine geknallt gekriegt, jetzt gucke ich erstmal zu. Jetzt muss ich erstmal sehen, ob sich da überhaupt was entwickelt. Und wenn sich dann was entwickelt, dann mache ich mit. Und dann rennt das Ding weg, zieht eine Position von 40, 50 Punkten durch und wir sind nicht dabei, weil wir nämlich genau vorher Schiss hatten. Wir haben seit gestern, mal gucken, ob ich den jetzt finde. Da. Wir nehmen einfach mal dieses Chartbild. Ich war gestern wieder am Schreibtisch und durfte ich auch ein bisschen was tun. So. Nehmen wir uns mal den Bereich, wo wir gestern gehandelt haben. Man hat mir in Lohr nämlich gesagt, dass das sehr hilfreich war, wenn wir so eine Trades auseinanderpflücken, die wir gemacht haben. Hier habe ich, man sieht, dass man nach dem Urlaub noch ein bisschen Jetlag hat, ne? Hier habe ich unsere Zielbereiche gehandelt. Obere Zielbereich hat gehalten nach einem Fehlausbruch. Wenn ich früher wach gewesen wäre, hätte ich auch früher draufgedrückt. Aufgrund dieses Zielbereichs, der hier gehalten hat, sind wir hier rein bei 12 und konnten den Stop direkt hier oben drüber legen mit 4 Punkten. Diese Position haben wir durchlaufen lassen bis an den Ausbruch. Unten im Rücklauf sind wir, nachdem er hier zurückgelaufen ist, haben wir die Position gedreht. Das heißt, hier raus. Wir sind hier oben rein. Ja, es ist mein Live-Konto, die Position läuft schon seit gestern. Wir sind rein bei 12, 1, 27, 12 und sind bis 92, genau bis 20 Punkte gefallen. Mit 20 Punkten raus. Dann die Position gedreht nach dem
Fehlausbruch hier. Nein, stimmt gar nicht. Wir haben hier, nachdem er hier zurückgelaufen ist, nochmal geschortet. Sorry. Rücklauf. Er ist hier oben hochgesprungen, dann runtergelaufen und gesagt, okay, wenn er hier unten weitergeht, dann gehen wir das Stück mit. Dieser Trade ging nach geraumer Zeit in die Hose. Mit 8 Punkten. Volle 8 Punkte. Ich musste aber den Stop irgendwann korrigieren und hier oben drüber. Das heißt, von den 20 Punkten blieben nur noch 12 übrig. Dann haben wir, nachdem wir hier ausgestoppt worden sind, hier gelongt bei 27,06. Und diese Position haben wir glattgestellt hier oben bei 56. Genau mit 50 Punkten. Plus die 12 waren wir bei 62 Punkten. Und dann haben wir genau Bewegung, Korrektur, uns genau hier Short einstoppen lassen. Und diese Position ist dann auch schon sehr, sehr weit gelaufen. Da ich mein Tagesziel im Sack hatte, habe ich den Stop auf Break-Even gezogen. Wie man sieht, ziemlich. Und diese Position läuft immer noch. Wir haben jetzt genau das gleiche Spiel. Diese Kante wird wohl, der Zielbereich wird wohl heute nicht so sauber funktionieren. Wer bei mir im Seminar war vorletzte Woche, die letzte Woche vor unserem Urlaub, wer da am Seminar war, weiß auch, warum. Wenn wir aber nachher das Webinar auch nochmal drauf eingehen, warum das so ist. So, und jetzt haben wir es 8 Uhr und jetzt geht der Stop von 51 auf 6 Punkte, habe ich schon mal ein halbes Tagesziel im Sack. Oliver, auf deine Fragen gehe ich gleich ein. Oliver S. So, und jetzt soll das Ding von mir aus abklatschen. Wir nehmen uns einfach mal die Großwetterlage, wenn man dazu Großwetterlage sagen kann, einfach mal dazu. Bup, 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 bup. Wir haben übrigens inzwischen die lang ersehnte Messfunktion hier an der Seite. Ich habe sie nur noch nicht, weil ich meine Plattform in der Cloud noch nicht neu gestartet habe. Wer seinen Rechner zu Hause hat, hat hier in der Seite jetzt schon die Messfunktion, die lange gefordert wurde, dass man eine Bewegung mit einer Linie messen kann. Ich werde heute Nachmittag mal die Plattform hier auf meinem Rechner starten und werde das mal zeigen, wie das funktioniert. Okay? Der Bereich hier oben. Deswegen habe ich auch die Short-Position nach dem Fehlausbruch hier gestern platziert. Der Bereich hier oben. Der zählt. Und der scheint im Moment zu halten. Sehr gut sogar. Ich bin nicht long, ich bin short, Jimmy. Der Bereich hier scheint zu halten. Wir müssen uns einfach mal diese Bewegung hier nehmen, die letzte, die er gemacht hat. Und dann sehen, dass wir hier eine schöne, saubere Clusterung haben. Und genau deswegen bin ich short und bleibe da auch short. Stop ist jetzt 5 Punkte im Gewinn, also leck mir an die Föte. Jetzt kann mir nichts mehr passieren, gar nichts.
müssten nur darauf achten, dass bei 28 unten ist eine Bremse angesagt. Das ist das Tief, was die Jungs in Tokio gemacht haben. Was das hier gestern war, Punkt 22 Uhr, das war Schluss vom Future. Warum da so ein Spike gemacht hat, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob er bei anderen Brokern oder auf anderen Plattformen genauso ist. Was haben wir vergessen heute früh? Richtig, Sigi, danke. Hat jemand nachgeguckt? Termine, Wirtschaftskalender. Und wir haben heute den 29. In 42 Minuten Wirtschaftsvertrauen in Frankreich, spanischer Handel, Einzelhandelsumsatz, also nicht so weltbewegend. 19 Uhr FOMC-Protokoll. Da könnte heute Abend was gehen. Wer das will, kann ja heute tagsüber versuchen, eine Position zu platzieren und die dann bis abends zu halten, bis zum Protokoll. Wenn die jetzt nicht rausfliegt hier, würde ich das mit dieser Position hier probieren. Wenn sie rausfliegt, fliegt sie raus, dann suche ich mir eine neue. Punkt B, bitte mal dran denken, dass wir heute Nachmittag eine Stunde früher starten. Wir wollen US-Session handeln und USA eröffnet nicht um nach deutscher Zeit nicht um 15:30, sondern 14:30, also fangen wir heute schon, da war's das. Also fangen wir heute schon um 14:45 an, um 14:15 Uhr. Ich schicke aber nachher sicherheitshalber noch eine Mail raus. Um 14:15 Uhr starten wir heute das Nachmittagswebinar. Gut. 6 Punkte kann man mitnehmen. So, moin, ich würde gerne mal wissen, wenn ich deine Software kaufe, wird mir diese nur Signale oder bekomme ich auch die Logik, die hinter dem Signal steckt, erklärt. Vielen Dank für die mehrmalige kostenlose Teilnehmer an deinen Webinaren. Für den Nachmittagshandel habe ich dir gestern 100 Euro überwiesen. Also, wir beantworten zu, dass diese Software, die wir hier haben, das, was wir hier handeln, ist eine Handelsstrategie, ein Handelsansatz, der uns einfach diszipliniert. So wie wir das jetzt gerade gesehen haben, war es für mich verpflichtend, wenn ich so eine Position so laufen lasse und jetzt der aktive Handel wieder beginnt, nach Markttechnik meinen Stop nachzuziehen. Wir haben hier eine Bewegung, wir haben hier eine Korrektur, wir haben hier die nächste Bewegung, ups. So, und damit gehörte mein Stop, genau als er hier fiel und hier das neue Tief gemacht hat, gehörte mein Stop über dieses Hoch. Deswegen habe ich den nachgezogen. Unsere Strategie, die liefert verschiedene Signale und ein bestimmtes Regelwerk. Dieses Regelwerk bekommst du nicht nur erklärt, sondern du kriegst von uns ein Handbuch zugeschickt. Dort ist alles drinne beschrieben. Alles. Alles, was du wissen musst, um diesen Ansatz hier zu handeln. Das Einzige, was dein Job ist, ist dann, diesen Handelsansatz auch einzuhalten. Und nicht irgendwo im Chart rumzuspielen, links und rechts und hier mal gucken und da mal gucken und mal gucken, was die da rumspielen und mal gucken, was wir im Fund noch machen können und was wir hier noch machen können. Sondern sich an ein Regelwerk, an ein Währungspaar halten. Und das ist das hier. Genau dieses.
Wir machen die Vormittagswebinare und die Nachmittagswebinare genau dazu, um so eine Sachen zu erläutern. Wir erklären dir alles, wir begleiten dich dabei, was du alles machst, aber nicht in der Form, dass wir sagen, so, jetzt gehst du long, jetzt gehst du short, sondern wenn du mit irgendwas nicht klarkommst, dann schickst du uns ein paar Chartbilder, sagst, guck mal hier, Jungs, das und das habe ich gemacht. Aus dem und dem Grund, die Position ist mir um die Ohren geflogen, ich weiß nicht warum, erklär mir das mal. Dafür sind wir da. Genauso muss es sein. Wenn die Logik ist im Handbuch auch genau erklärt, alles andere überhaupt kein Problem, dann nimmst du einfach mal 2 Tage Zeit und kommst zu uns, zu einem Seminar oder so, da erklären wir dir den Rest alles ringsrum. Oder machst da gleich ein komplettes Paket draus. Nächste Seminar ist in 1,5 Wochen hier. Und dann ist erstmal eine Weile Ruhe mit den Seminaren. Dann wird wohl dieses Jahr, so wie es aussieht, keines mehr stattfinden. Weil wir danach haben wir die WOT und danach ist Weihnachten. Sollte wirklich noch Interesse bestehen, wir 4 Leute zusammenkriegen, würde ich eventuell in der Adventszeit noch ein Seminar dazwischen schieben, aber in der Regel wird das jetzt wohl das letzte sein. Wir wollten in Lohr noch eins machen, Ende November, Anfang Dezember, aber wir haben in China ein paar Sachen programmieren lassen, mit denen wir in 14 Tagen oder zu dem wir in 14 Tagen so ein bisschen mehr sagen können und ein bisschen mehr sagen werden. Und ich werde am 1. Dezember nach China fliegen. Deswegen muss ich das Seminar da ausfallen lassen. Wir haben, um mal das nächste Quartal, dann wir das Trading wird im Januar beginnen und wir werden es auch wieder über 4 Monate laufen lassen. Januar, Februar, März, April, weil wir mit Sicherheit im Januar irgendwie eine Woche aussetzen werden. Nicht die erste Januarwoche, da werden wir mit Sicherheit noch nichts machen. Und im April bin ich ebenfalls 10, 12 Tage weg. Gehen wir gleich long, Jimmy. Gucken wir uns das Regelwerk an. Wir bewegen uns in der Range. Das macht die Geschichte ein bisschen schwierig. Auf den Rest gehe ich gleich noch ein. Das macht den Rest ein bisschen schwierig. Wer von der Großwetterlage her long überzeugt ist, kann das gerne tun, soll es mit einer kleinen Position tun. Ich gehe nicht long, bevor wir nicht dieses Thema hier erledigt haben. Wir erkennen die harte Kante bei 27,45 bis 27,50. Rausgefegt, gleich wieder zurück. Da hat sie gehalten. Als er dann durchgeschossen ist, hat sie von oben genauso gehalten. Und jetzt hält sie von unten, schon seit gestern Mittag, 12 Uhr, hält genau diese Kante. Solange die nicht nach oben durchschlagen ist, werde ich mich mit Long-Positionen zurückhalten. Außerdem mache ich gerade meinen halben Monatszoll im Sack. Wer das, wie gesagt, tun will oder getan hat, ich hoffe hier bitte mit einer kleinen Positionsgröße. Man hat natürlich auch die Chance, dass er diesen Bereich nach oben mit purer Gewalt durchschlägt. So. Gerade einen Tipp gekriegt, dann werde ich das mal tun.
Sieht genauso scheiße aus. Also in 10 Minuten sowie in 60 Minuten. Was super funktioniert hat und wer zum Live-Training in Lohr gewesen ist. Wir hatten gesagt, wir haben eine Schulter-Kopf-Schulter. Eine Inverse, die das Ziel 1,2850 bis 1,2880 haben sollte. Hier haben wir den Kopf, hier haben wir die Schulter. Hier hat sich der Kopf ausgebildet, hier das erste Mal die Schulter, hier der zweite Anlauf. Hier sogar nochmal ein Pullback, nachdem er hier schon mal hochgeschossen ist. Und danach hat er das Ding mustergültig mit einer Punktlandung hier oben bei 1,2886 aufgelöst, um gleich wieder direkt zurückzulaufen. Das ist oft das Ergebnis, was passiert in der Schulter-Kopf-Schulter, dass wenn sie aufgelöst wird durch einen Impuls, durch Nachrichten oder sowas angeregt wird, dass der da dann nur durch News, durch eine kurze Nachricht den Impuls kriegt und dann abgeht wie Schmitz' Katze. Ja, der DAX sieht um 10 Minuten auch nicht so gut aus. Der DAX hat gestern die 9.125 noch geküsst, womit kein Schwein mehr gerechnet hat. Jetzt sind wir genau an einem Level, wo es heißt, okay, hält die 9.125, kriegen wir nochmal einen Schub, weil der, nur für die DAX-Händler mal ganz kurz ausschweifen oder abschweifen, für die DAX-Händler. Die 9.125 hat er gestern fast geholt. 9.125 bis 9.150 ist ein harter Bereich. Wenn der jetzt hält, der hat den ersten Anlauf genommen, um einen Pullback Richtung 8.650 zu bringen. Den Anlauf hatten wir schon gesehen, dass er die Nummer durchzieht, hat er aber nicht gemacht, sondern ist gestern um 2,3 oder 2,4% gestiegen. Das ist sehr ungewöhnlich. So, jetzt der Bereich zwischen 9,1 und 9,150 ist jetzt ausschlaggebend. Bricht der jetzt nach oben, dann sind unsere Ziele, die wir unten hatten, 8.150, 7,77 und 7.650 erstmal Geschichte. Wird er jetzt hier schwach und fängt wieder an zu drehen, haben wir die faire Chance, dass er Gas gibt. Wir sehen, wie schwer er sich an dieser Linie hier tut, der Euro. Genau an dieser Marke, die wir gerade genannt haben. Die 1,2745, 46 beziehungsweise 1,2750. Wie falscher Schirm. Hier seid ihr genau im richtigen Schirm. Zum DAX habe ich nur mal kurz einen Ausflug gemacht. Das machen wir heute Nachmittag. Da gehen wir heute Nachmittag drauf ein. Diese Marke, die ist das Zünglein an der Waage. Da kann man sich auch genauso gut einen Alarm oben drüber legen, um zu sehen, hält der oder hält er nicht. Man soll sich auch einen Alarm da unten drunter legen. Alles, was wir im Chart sehen können, ist, dass wir uns übergeordnet immer noch in einem ganz gesunden Abwärtstrend befinden. Thorsten, wie muss er denn durch die Range durchbrechen? Muss eine Kerze die Range durchstoßen oder wartest du, bis eine Kerze über der Range komplett schließt? Also erstmal ist ein Schlusskurs immer ausschlaggebend. Der muss oben drüber schließen. Da kommt er gar nicht drum herum.
Schlusskurs ist ausschlaggebend. Und das nach Möglichkeit mit Musik, sage ich mal. Da muss richtig Dampf drin sein, wenn er durchschießt, dann muss er ganz ein ganz kleines bisschen nach unten korrigieren und sollte dann wieder Schwung aufnehmen. Und dann kann man über Long nachdenken. Solange sehe ich, dass wir eine ganz saubere, funktionierende Abwärtsbewegung haben. Wenn ich mir das Bild hier angucke, da ist er oben von 1,40 gekommen vorher und hat hier genauso eine Korrektur gemacht. Das Bild nur mit einer größeren Vola haben wir jetzt hier unten genau das gleiche. Ist hier richtig schön gefallen und befindet sich hier genau in so einer bekloppten Korrekturbewegung, die er dann Richtung Short wieder aufnehmen sollte. So viel zu der Großwetterlage. Deswegen bin ich mit Long-Position hypervorsichtig. Sondern orientiere mich immer noch Richtung Short. Die Jungs, die die Vollmacht bei WH noch nicht eingereicht haben sollten, bitte ich, das nachzuholen. Oliver S., wenn du mit uns arbeiten möchtest und dein Konto eröffnen möchtest, bitte eine Mail mit einem, auch deine ganzen Fragen hier dazu, schick mir bitte eine Mail mit deiner Telefonnummer, dann machen wir einen Telefontermin aus und besprechen das alles in Ruhe, wie, wo, was bei uns abgeht, wie wir das handhaben, was erforderlich ist und was nicht und wie wir was machen. Wir hatten ja schon überlegt, die Webinare eventuell morgens mal auf nach 9 Uhr zu legen oder eben nicht 7:45 zu starten, sondern erst 8:45. Im Moment bleiben wir aber noch dabei, dass wir das 7:45 morgens machen, um die Zeit bis um 9 zu nutzen. Wenn sie jetzt zeigen sollte, dass die Bewegung sich um diese Zeit wirklich so verhalten, wie das jetzt ist, dann könnte es durchaus sein, dass sie die Zeiten auf 8:45 legen. Habe mich beim Group Trading angemeldet. Ja, weiß ich. Ich habe aber auch während dem Urlaub im Group Trading niemanden freigeschaltet. Ich muss das jetzt erstmal sortieren die nächsten Tage. Bis er das wieder aktiviert haben. So, und jetzt sollten wir sehen, dass wir eventuell sogar gleich das nächste Short-Signal kriegen. Deswegen habe ich hier vor den Long-Signalen auch gewarnt. Jetzt warte ich eher, wenn wir jetzt hier einen Rücklauf kriegen, dass wir die nächste Short-Position eingehen können. Ganz feinfühlig bei 42,8 das Tief, das hat er jetzt genommen. Ich sage auch immer mit Musik, die Kerzen sehen schön aus. Wenn er jetzt einen Rücklauf bringt, würde ich sehen, eine Short-Position zu platzieren. Aber auch eine kleine Position. Stop gehört auf 46. Short Stop unter. So, ich kann das ja auf dem Schirm machen hier. Short Stop da drunter, wenn er jetzt zurückläuft,
wenn wir sehen, dass wir die schön nachführen. So habe mich bei 1:27:43:10 einstoppen lassen und lasse sie jetzt laufen. Position bei 1:27:36 war das Regelwerk konform. Das musst du mir erklären. Wo hast du dich einstoppen lassen? 43:10. Das heißt hier da drunter. Short oder long? Das war, kann nicht regelkonform gewesen sein, weil wir haben die ganze Zeit, wo in dem Bereich war, haben wir einen blauen Hintergrund, wir haben eine blaue Trendlinie und wir haben eine blaue Wolke, wie man so schön sagt. Von 8 Uhr bis 8.05 Uhr halten wir in der Regel die Füße still und machen nichts. Und da hätte man anfangen müssen, in der Korrektur hier die Position, ich zeig's mal hier, hier kam der Alarm und danach warten wir die Korrektur ab und lassen uns dann im Rücklauf einstoppen. Und das wäre nicht passiert. Also so ganz regelkonform war es nicht. Deswegen habe ich jetzt, wo ist mein, da, in die Position nachführen müssen. Jetzt habe ich ein Pünktchen verschenkt. Ich hätte meine Stop-Order nachführen können oder nachführen müssen. Was ich nicht getan habe. Regelwerk sagt Bewegung, dann kommt die Korrektur und dann hätte die Stop-Order unter diese Kerze gehört, dann wäre ich jetzt bei 40,5 schon drin. Jetzt muss ich sie bei 39,6 liegen lassen. Und ich werde auch diese Position relativ schnell bei 42,43 hier über diesem Hoch absichern. Das heißt, 3-4 Punkte mehr will ich nicht riskieren. Wenn die Kerze jetzt ein neues Hoch macht, dann fliegt die Position auch wieder raus. Mahlzeit, Roswitha.
Wie gesagt, das hoch hier, das muss kaputt gehen. Wenn das kaputt geht, dann fliegt meine Short Order raus. Solange dieses Hoch Bestand hat, lasse ich die Order auch drinne. Wir sehen, was sich vermuten lässt. Wir sind hier in einem schönen Dreieck gefangen. Und aus diesem Dreieck würde er irgendwann rausfliegen. In absehbarer Zeit. Wir sind im 5-Minuten-Chart, das könnte sogar um 10 oder so, um 9 oder um 10, wenn London dazukommt oder Frankfurt, der Handel jetzt dazukommt, könnte es dazu führen. Wir waren im Hoch bei 42. Wir haben neues Hoch, damit fliegt meine Order raus. Tschüss. Ja, Michael, das hat noch Bestand. Genau so, wie ich es auch beschrieben habe. Und so ist es auch im Handbuch beschrieben. So, wir haben ja nichts verloren. Luft nach oben auf jeden Fall bis 46 hier. Wir müssen damit rechnen, dass jetzt innerhalb dieses Dreiecks, dass die Vola jetzt zunimmt, dass er jetzt hin und her fegt wie ein großer. Wer dem nicht gewachsen ist, der sollte dann die Finger davon lassen. Wir haben auch noch kein Alarm. Bis da oben, dann die 46 würde wahrscheinlich nochmal laufen. Wir werden uns heute Nachmittag in dem Webinar mal genauso damit befassen, wie wir uns mit der Großwetterlage mal genau damit befassen, ab wann wir uns auch wieder sicher short orientieren können. So, jetzt ist er genau an der Oberkante, die sich wieder mit der Kante hier deckt und in 5 Minuten ist er jetzt genau an der Dreieckskante. Wenn er da oben drüber geht, geht die Luzi richtig ab. Dann denken wir um. Dadurch, wenn er aus diesem Dreieck rausschießen sollte, würde ich eine Korrektur abwarten, den Schuss nach draußen, dann die Korrektur und dann sollten wir eventuell sogar nach Europro einen sauberen Einstieg kriegen. Dann denke ich long um. Im Moment nimmt er nur einen Anlauf drauf. Da wir hier auch die Kante haben und auch die Dreieckskante haben, ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass er bloß die Order, die sie da drüber gesammelt haben, abarbeitet und dann ganz schnell wieder dreht. Deswegen werde ich mich nicht darüber einstoppen lassen, über der 46, sondern ich werde trotzdem warten, bis er durchgeht und dann zurückfällt und mir dann einen Einstieg gibt.
Moment, hat die Kante wieder gehalten. Die Jungs, die neu dazugekommen sind, die drei oder vier, die wir hier neu bei uns begrüßen in unserer Community, können sich gerne zu den Nabras-Webinaren anmelden. Dann können Sie auch gerne dabei sein. Der Angriff auf die Kante hier, der ist jetzt nicht ganz ohne. Was aber lange nicht heißt, dass er von Erfolg gekrönt ist. So eine Dinger hier, die stinken auch oft danach, dass er nur ganz kurz da oben rausschießt, Richtung 50 oder so, sofort wieder zurückläuft und dann wieder unter die 46 geht. Das sollte er nicht. Er sollte rausschießen, sollte den Bereich 46 sowas dann langsam anlaufen, den bestätigen und dann können wir gucken, ob wir uns dort Thorsten T. Jetzt muss ich mal gucken, ob der überhaupt hier ist. Der DAX eilt auch noch. Leonid, anmelden für Nachmittag. Okay, wir haben Bub. Auf unserer Homepage forexprosysteme.de haben wir hier den Punkt Termine und dort haben wir Webinare, Seminare. Dort sind unsere Webinare und hier sind die Namedas-Webinare am 29., am 30., am 4. Das sind die nächsten, die dort anlaufen. Dort kann man sich anmelden. Die sind kostenpflichtig, kosten im Quartal 100 Euro noch. Ab dem nächsten Quartal wird es Unterschiede geben für die Leute, die ihr Konto bei BH Safe Invest über uns führen. Wird der Preis bleiben für die, die ihr Konto nicht bei BH Self Invest führen oder nicht über uns bei BH führen, wird eine Preisanpassung stattfinden. Und wer sich entscheiden sollte, sich für das nächste Quartal anzumelden, was jetzt heute oder morgen geplant wird und auch bekannt gegeben wird, der kriegt dann den letzten Monat von dem Quartal jetzt, also sprich das von heute. Das für November, da kann er kostenlos noch mit dran teilnehmen. Müsste sich dann bloß jetzt, ups, meine Spread ganz kurz auseinander geflogen, das war nie ganz ohne. Hat irgendjemand Echtzeitnachrichten offen? Ist da gerade irgendwas? Weil wenn das Brett so weit auseinanderfliegt, dann muss da schon was sein. Ich habe sie noch nicht freigeschaltet. Wir gucken uns den Spaß noch bis 8:45 hier an. Wenn sich dann nichts tut, können wir schon mal die Setups zusammenziehen. Er muss hier oben drüber, er muss über die 46 und das mit Musik, um zu zeigen, dass er auch da oben wirklich raus will, um da oben drüber, also das heißt über dieser Kante hier, warten wir ab, dass er da durchschießt, warten dann die Bestätigung ab und würden uns dann nach Euro pro einen sauberen Einstieg suchen. Und unten idealerweise unter der 27,60
36, soll der mit Schmackes nach unten rausschießen, um eventuell die Shortrichtung wieder einzuschlagen. Aber mehr können wir im Moment innerhalb dieser Konstellation, in der er sich hier bewegt, einfach noch nicht machen. Und Viertel vor neun werden wir uns hier auch verabschieden. Bitte daran denken, dass das Seminar heute Nachmittag früher stattfindet. Das Webinar heute Nachmittag früher stattfindet. Da wir US-Session handeln wollen. Und ich werde jetzt auch den Termin schon mal ändern, damit ihr Ja, sauber wieder ist hoch angelaufen. Jetzt wird er wahrscheinlich nochmal sauber zurücklaufen. Er ist so richtig schön da drinnen gefangen. Wird er jetzt so richtig schön hin und her eilen, bis er durch Einschub da durchballert. Entweder über der 46 oder unter der 36, 37. Okay. Wir müssen ja nicht lange sinnlos draufstarren. Wir werden heute Nachmittag nochmal darauf eingehen, was heute Vormittag hier passiert ist. Ich werde mich gleich mal um das Group Trading kümmern und werde mich jetzt doch hier verabschieden. Seit 40 Minuten dieses Geier hier zwischen 39 und 47, das heißt in dieser 8-Punkte-Range, das müssen wir uns nicht antun. Die Setups, warum das so ist, sind klar. Ausbruch nach oben abwarten, Bestätigung und dann erst Long in den Markt. Oder umgedreht nach unten den Ausbruch abwarten, dann die Bestätigung und erst dann Short in den Markt. Richtig, Christoph. Wenn du im nächsten Quartal dabei sein willst, ich werde das wahrscheinlich heute oder spätestens morgen veröffentlichen, dann anmelden, dann kannst du im November auch noch mit dabei sein bei dem jetzigen Quartal. Okay. Ich hau jetzt mal ab, wir haben den Schreibtisch voll, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir sehen uns wieder heute Nachmittag und ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns wieder morgen früh in alter Frische zur alten Zeit um 7.45 Uhr, auch wenn es da noch fast dunkel ist. In diesem Sinne, bis morgen früh oder heute Nachmittag, je nachdem, wer wann wie wo dabei ist. Tschüss, tschüss und moin, moin.